ne? Hallo. Morgen. Guten Tag. Hallo. Ein schöner Tag, ein schöner. Ach, du bist der Typ vom Fernsehen? Hören Sie auf, ihn zu filmen. Hast du eine Drehgenehmigung? Kamera runter. Das dürfen Sie nicht. Drehgenehmigung? Gehen Sie bitte weiter, gibt's nichts zu sehen. Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts. Können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Ja. Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein. Wenn das der Fall ist, dann sag ich, dürfen darf man alles. Alles. Wir sind hier beim Videodreh zu Dürfen darf man alles. Eine bekannte Nachwuchsband, die ein Video dreht für ihre neue Platte. Partytime. Es wird ein interessanter Weg durch sehr viele Bilder, viele verschiedene Welten. Viele politische Unkorrektheiten werden aufgezeigt. Man darf alles tragen, wem es steht, der darf alles tragen. Seit 65 Jahren glücklich verheiratet. Das wird freaky, glaube ich. Es wird groß. Ich freue mich drauf. Dann Kamera ab, bitte. Bleibe. Was darf man denn eigentlich noch heutzutage? Du machst deinen Arm höher, noch höher. Ja, so ist gut. Und los! Ah, geil. Also, das ist ja wirklich geil. Fantastisch. Also, im Prinzip arbeiten wir seit 30 Jahren an unserer Seriosität. Das Bild dann nur von der Hose abwärts wegen den schicken Socken. Aus der Not eine Tugend machen. Und sind kurz vorm Ziel. Bin ich mir ziemlich sicher. Kamera ab, bitte! Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts. Können kann man sehr vieles, gut. Doch danke. Was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein. Luftgitarre. Aus, Schuhe aus, Hemd aus und Hose anlassen. Dürfen darf man alles. Ja. Ein Blümchen? Eine Blume malen, oder? Naja. Blümchensex? Nein, kein Blümchensex. Blümchensex? Kein Blümchensex für die Prinzen heute. Ich sag euch kurz, was wir machen. Eigentlich wollt ihr zu Rudy Giuliani laufen. Eigentlich wollt ihr da hin und protestieren. Ja. Da sind aber diese beiden. Oh, oh nein. Das will ich gar nicht sehen. Und was ich sehen will eigentlich ist, ernsthafte Muskelanspannung, dass ihr auch wirklich miteinander ein bisschen kämpft. Mhm. Und ihr seid aber auch schon so. Yeah! Hier, ne? Für mich ist wichtig, dass ihr das alle ernst meint. Mhm. Niemand lacht. Ja, wir dürfen nicht lachen. Und ich will, dass ihr das wirklich auch tut. Mhm. Ich will den Kampf auch sehen. Richtig Fresse. Ihr haut den einen in die Fresse. Wir machen es einmal und dann gucken wir, wie es aussieht. Gut. Wir sind wieder drehfertig, Tom. Ja, stand by. Kamera läuft. Und bitte. Manche glauben, dass die Welt sich dass man heutzutage ja nichts mehr sagen darf. In dem Song geht es eigentlich darum, dass man kein Blatt vom Mund nehmen sollte. Wir machen euer Scheißspiel hier nicht mit. Sich nicht reglementieren lassen sollte. Ich werde einem Kind ein Eis stehlen. Dass man aber dennoch nicht auf Rücksicht verzichten darf. Aber trotzdem sich trauen muss, zu sagen, was man denkt. Dürfen darf man alles. Alles, alles, alles. Dürfen darf man alles. In nomine patriae. Mehr geht nicht. Dürfen darf man alles. Wir fangen mit der zweiten Strophe an. Ne? Okay. Und irgendwann, du weißt ja selber, geht es relativ schnell um Lebensmittel. Das könnte eine der Stellen sein. Kamera ab, bitte. Darf man Fleisch, Thunfisch, Robben und Delfine essen? Darf man. Lass mal die Kamera laufen, halt die nochmal hoch. Genau, und jetzt guck dir das Fleisch an und küss es mal richtig schön. Mmh. Das ist sehr gut. Erotik pur. Das ist Tines Lieblingsszene, die hier die Fotos macht, weil sie Vegetarierin ist und zu Recht sagt, warum dreht ihr sowas, wo wir sagen, wir wollen es anprangern. Wir prangern es an. Ja. Weil man darf nämlich am Ende unterm Strich doch nicht alles. Und fertig. Sehr gut. Trendsetter. Ja. Yeah. Sag mal für die Beine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wirklich so in euer Telefon. Lasst euch richtig reinfallen. Oder Sachen sagen, die man selbst nicht glaubt.
Darf man das? Das ist die nächste Szene, die wir drehen für die Flamingos. Flamingos. Hallo. Hallo. Da kannst du sogar einen Knoten reinmachen. Wie im Leben. Ich kann mir immer einen Knoten reinmachen. Na, da ist er ja. Alles müssen, was man. Ich wollte noch nie was anderes sein als Flamingo. Ich habe eingeschränktes Sichtfeld, du willst ein zu sehen nichts. Klingt ganz gut, wenn ihr ab und zu mal euch auf ein Bein stellt. Dürfen darf man alles. Ja, gib Gas. Darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen? Darf man das? Ich habe mein Outfit gefunden. Sensationell. Ich werde jetzt immer so rumhören. Ist so Album. Was soll da noch kommen? Dürfen darf man alles. Zweiter Drehtag. Es ist sehr kalt. Wir sind aber angezogen. Das werden nicht alle heute sein, vor allem die Prinzen nicht. Das könnte ein interessanter Tag werden. FKK-Strand Ägypten. Es muss ein bisschen übersexy sein. Es soll von Weitem aussehen, als wärt ihr Frauen. Das Klischeebild. Ne? So. Schreiben, Regeln, sexy, Verführung. Also im Prinzip euer tägliches Leben. Darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen? Darf man das? Darf man das? Was? Gehst du noch ein bisschen näher ran? Ja, stopp. Und komm noch ein bisschen zu mir nach vorne. Darf man das? Schön warm. Okay. FC St. Pauli. Für manche Leute sehr aufregend. Wir sind aufgeregt. Für mich auch. Bei Flutlicht. Auf dem heiligen Rasen. Mehr geht nicht. Ich glaube, es wird sich lohnen. Sport ist wichtig. Sieg oder Spielerbruch? Ich spiele eine ordentliche Rolle. Ich hab's nicht so mit Fußball, deswegen habe ich mich für Sicherheitsdienst entschieden. Falsch rum, ja, stimmt. Es ist großartig, wenn es nicht so kalt wäre. Angenehm kühl. Aber ich bin auch noch kein Spieler und deswegen ist mir das eigentlich scheißegal, weil die anderen können ruhig frieren, ich nicht. Wir sind O-San. Die Schnurren fliegen, da wird richtig was knallen. So. Also als erstes mache ich Jens Blutgräbsche, so kenne ich Fußball. Richtig von hinten rein. Ich denke an sowas wie... Schon das ist so ein bisschen bescheuert auch. So, ne? Also prollig, ja. Genau. Ruhe, bitte, wir drehen. Tobi, bitte. Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts. Können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Ja, eigentlich sollte Jens das machen, war mein Vorschlag, weil der am besten aussieht von uns. Und der hat aber wirklich mit einer sehr cleveren Art und Weise mich dann bezirzt und gesagt, es wäre viel lustiger, wenn ich das mache. Und deswegen könnte das viel besser als er. Und das habe ich ihm dann geglaubt. Und jetzt habe ich dann auch den Joker gezogen. Hat dich sehr gut gehört, der Nackte. Das hat mich auch ein bisschen geil gemacht. Ja. Ich glaube, jetzt kannst du dich erstmal aufwärmen. Erstmal aufwärmen heißt aber nicht, dass ich fertig bin. Nein, du bist noch nicht fertig. Also, bitte Kamera ab. Nein. Playback ab. Dürfen darf man alles. Den Flitzer kann zum Heizer. Flitzer zum Heizer. Schön. Zum Heizer. Voll super. Okay, dann alle wieder zum Aufwärmen. Yeah. Was heißt denn hier alle wieder zum Aufwärmen? Drehschluss. Das war's mit dem Making-of oder irgendwie sowas. Improvisiert. 3, 4. So, das war's mit dem Making-of. Improvisiert. Heinz mit Sternchen. Noch was? Mach's nochmal.